Ja, Leute, ich bin hier mitten auf der Sandbank. Ich wollte der Stadt hier mal zeigen. Aber ich muss wieder zurück, weil das Wasser kommt. Und der Weg ist noch lang. Guckt mal zurück. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber hat keine Ahnung. Ey. Wenn das Wasser kommt, dann guck mal hier, wie tief das schon ist. So, Leute, hier ist eine Beachbar. Und hier gehe ich hin, weil mir ja damals auch erst war. Ich war da sehr begeistert von. Also, auch allein schon, weil ich hier das erste Mal war damals. Gegenüber ist jetzt auch eine Bar. Ich weiß auch nicht, ob die damals schon war. Da hinten. Aber hier, die war auf jeden Fall damals da, wo wir hier waren. Ja, Leute, der Cocktail, der war sehr lecker, da muss ich ehrlich sagen. Ey. Ich bin überlegen, ob ich zu Fuß zum Campingplatz zurückgehe. Weil das ist von hier gar nicht mehr so weit. Da hinten ist die Sandbank, die ihr schon kennt. Ich versuche die heute mal abzulaufen, hat mir mal eine Idee. Wasser geht immer noch zurück, also Zeit haben wir genug. Deswegen gehe ich jetzt da runter und mal gucken, mal, wo die anfängt. So weit ist das gar nicht mehr. So Leute, ich war immer wieder baden. Absolute geile Erfrischung. Ey. Das Beste ist, wenn er am Rücken liegt, tief einatmet, da der Bauch Luft kriegt, hochgeht und dann mit dem Kopf so halb unter Wasser, da die Ohren unter Wasser sind. Absolute Stille, ihr treibt da einfach rum die Wellen. Traumhaft. Mehr Entspannung geht da gar nicht. So, wie ich eben gesagt habe, sind wir jetzt hier an der Sandbank und da werden wir jetzt rüber gehen. Guckt mal da hinten rüber, da seht ihr schon die ganzen Leute laufen. Das werden wir jetzt abwandern. Ey. Dann hoffe ich, dass euch gefällt. Leute, das ekligste Vieh ever. Ey. Ich kann das nicht leiden. Ey. Guck mal da runter. Ey. So Leute, wir sind jetzt auf der Sandbank. Zwar geht das da hinten rüber und dann wieder hinten zurück. Bei solchen Aktionen muss man natürlich aufpassen. Weil wenn das Wasser wieder kommt, ist da, wo ihr das Wasser jetzt seht, genauso hoch einmal wie da. Das heißt, ihr seid hier drauf, wollt da durchgehen und Wasser steht einem bis zum Hals. Das heißt, ihr müsst genau wissen, wann Ebbe und Flut ist. Weil jeder auf der Sandbank steht mitten im Meer, aber das kennt ihr ja bestimmt. Und habt dann noch Sachen dabei, wie Kameratechnik und so ein Krempel. Ey. Geht ja damit all baden. Ey. Was ich mich frage, wie hoch steht denn hier das Wasser? Bis zum Hals, über mir, unter mir? Keine Ahnung. Aber im Moment ist hier gar keiner. Vorne auch nicht. Ja, das sieht doch sehr geil aus, muss ich sagen. Ja, Leute, ich bin hier mitten auf der Sandbank. Ich wollte der Stadt hier mal zeigen. Aber ich muss wieder zurück, weil das Wasser kommt. Und der Weg ist noch lang. Guckt mal zurück. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber hat keine Ahnung. Ey. Wenn das Wasser kommt, dann guck mal hier, wie tief das schon ist. Also, abmarsch zurück. Aber guckt mal die Aufnahmen, schafft die Falle. Thank you.
So Leute, ich war jetzt hier was essen gegangen, das war absolut Hammer. Ich habe da einen Burger gegessen, das Fleisch einmalig. Das ist da die Bar oder der Beach Club. Und da war ich am Anfang der Cocktail trinken. Und hier war ich essen. Und jetzt Leute, ich verabschiede mich hier schon mal aus Renesse vom heutigen Tag. Und jetzt guckt mal zurück. Also da sind viele Leute. Und gleich kommt das Finale wieder. Und ihr wisst, was das Finale ist. Das ist der Sonnenuntergang. Also macht gut, Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen hier heute. Vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Und jetzt genießt es einfach.